So, die zweite Episode bei unserem Angespielt geht los. Ich bin zurück auf der Insel, endlich. Ich habe mich einmal verlaufen kurz, aber ich bin wieder da und die Tiere sind immer noch da drin. Die Sonne geht unter, gleich wird es Nacht und ich zeige euch jetzt mal kurz eine Höhle von Batman. Nein, nicht von Batman, sondern von mir. Das ist die erste Höhle, die man so findet und zeige ich euch mal kurz das Prinzip, wie man hier in dem Spiel craftet, weil ich brauche einen Zaun für meine Hütte noch und das geht wie folgt. Man wählt das Gegenstand, das man haben will, aus, sagt, ich hätte gerne so und so viele, so, sagt dann, ja, ich nehme dann 8 davon Hölzerchens, mache dann 1, 2, 3. Und das muss man jederzeit immer so machen. Immer draufklicken und immer die Anzahl ändern. Aber jetzt hast du gesagt, ja, ich hätte gern hier. Aber natürlich jetzt gar nicht so viele Sticks. Eigentlich muss ich jetzt mal gucken, wie viele Sticks habe ich hier. Daran kann ich auch dann nachher sehen, wie viel ich denn hier überhaupt bauen kann. Okay, 9 Stück nur. Dann heißt es wieder zusammentun, neue Sticks und dann das gleiche von vorne. Ich weiß, unheimlich spannend. In der Zeit geht es hier auch schon. Geht die Sonne runter? Sechs Stück. So. Jetzt mache ich mal etwas kurz, was man sehr häufig im Spiel machen sollte. Kurz speichern. Warum? Man überlebt in dem Spiel nicht so lange. Vor allem nachts nicht. Hat er jetzt gespeichert? Ich hoffe es. So. Jetzt speichert er nochmal. So. Mehr zu diesem Crafting zeige ich euch gleich. So habt ihr jetzt erstmal gesehen, ihr müsst den Gegenstand auswählen, mit dem Gamepad mehrmals auf das Symbol draufklicken. Und jetzt zeige ich euch, warum man in diesem Spiel keine Türen braucht und auch am besten diesen Zaun nicht kurz aufbauen. Warum guckst du auf dem Gamepad? Ganz einfach, da sehe ich und das mache ich. Oh, es ist dunkel. Kurz hier noch den Zaun hin. Nicht reinfallen. Ich werde langsam da. So, zack. Weil im Spiel gibt es nicht wie in Minecraft 1000 verschiedene Gegner, sondern es gibt nur Kannibalen und halt die normale Umgebung. So, sicher, ich gehe jetzt in die Hütte rein, haha, weil ich merke, dass gleich die Kannibalen kommen. Ich mache die Tür zu, weil damit ich hier nicht cheate. Und eigentlich, ich habe Licht, ich habe Fenster, ich habe Dach über dem Kopf, Steine und eine imaginäre Tür. Und warum ich immer noch nicht sicher bin und warum man niemals in dieser scheiß Hütte so bleiben sollte, seht ihr jetzt gleich. Ja. Seht ihr, jetzt kommt andere Musik. Das heißt, jetzt kommen die Kannibalen. Ich habe keine Waffe gebaut gerade. Fuck. Naja, gut. Kämpfen lohnt sich sowieso nicht. Gerade nicht auf dieser Startinsel, da kommen so viele Kannibalen. Wo bleiben sie denn? Es ist 19 Uhr. Die müssten eigentlich ab 20 Uhr kommen die öfters angerannt. Und ist das nicht schön, diese Hütte? So geräumig, so wunderschöne Muster, alles gleichmäßig. Scheiße, das hätte ich auch schöner machen können. Egal. Ja, wo bleiben sie denn? 20 Uhr. Oder seht ihr da hinten? Weißer Kopf. Es gibt hier mehrere Arten von Kannibalen. Das hier ist ein ganz normaler. Und das da hinten ist ein Special. Der kann durch oh, seht ihr? Der hat schon meine Fenster kaputt gemacht, dieser Schweinehund hier. Ja, yeah, Kannibale tanzen. Ah, nein, der kommt gleich rein. Kommt gleich rein. Seht ihr? Deshalb nützt es hier nicht Türen oder irgendwas sowas. Weil Steine kriegen sie noch nicht kaputt. Aber diese normalen Blöcke kriegen sie kaputt. Weg da! Aus dem einfachen Grund. Das ist deren Technik. Wenn ich jetzt noch ein höheres Level wäre. Level? 14? Wenn ich noch höher wäre, könnten sie auch durch diese Steine durch. Was ich letztes Mal bei der ersten Aufnahme gemerkt habe, die Schweine schießen sogar Pfeile. Kurz was essen. Kurz Wasser trinken. Und auf, hau sie, mach hier den Kannibalentanz. Lalalala, Kannibalentanz. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, ey, ist doch ganz easy going. Mach einfach die Tür nochmal zu und fertig ist ein Knochen. Geil. Fertig ist die Sache, ne? Klar, ich könnte mich die ganze Zeit hier verbuddeln. Es bringt aber nichts, wenn du, sag ich mal, am Anfang... Oh mein Gott. Hallo, kannst du mal hier weggehen? Danke. Letztes Mal kamen auch direkt Leute hier mit Bogen an. Die haben mich abgeschossen. Hab ich anscheinend diesmal wirklich Glück gehabt. Yes.
Genau, das war die Aufnahme aus der ersten Session. Super, ne? Ah, ich hab den besiegt. Egal. Wenn ich jetzt rausgehen würde, würden sie mich töten. Normalerweise, letztes Mal haben sie mich ja auch getötet. Und wenn man stirbt, hat man nämlich nur eine Möglichkeit. Man erscheint nicht wie in Minecraft einfach an den letzten, an dem Hauptspawnort oder dem Bett, wo man eingeschlafen ist. Es gibt hier kein Bett. Hier? Kein Bett. Sondern man muss den Spielstand laden. Also man stirbt nicht und verliert einfach sein Inventar. Nein! Viel schlimmer! Man fängt von dem Speicherstand an. Wenn der Speicherstand, sag ich mal, 2 Stunden vor zurückliegt, muss man 2 Stunden nachspielen. Super! Ha! Besiegt! Diese Anfangskannibalen sind auch relativ einfach. Ja, hier, Uga, Uga. Oh, Putschi, 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 kommst du nicht rein, wa? Oh, kommst du nicht rein? Oh, kommst du nicht rein, du? Oh! Und das muss ich jetzt die ganze Nacht durchhalten. Man kann diese Nacht nicht überspringen. Was man stattdessen machen kann, zeige ich euch. Stirb, stirb, stirb! Zeige ich euch. Jetzt in der Aufnahme. So, jetzt zeige ich euch, wie man diese Nacht verbringt. Es ist 18.18 Uhr. Zombies kommen um 20 Uhr. Jetzt zeige ich euch, wie man diese Zeit jetzt überbrückt. Mit sinnvollen Sachen. Ich brauche Stein dafür. Stein, kein Sand. So, man macht den Eingang der Höhle zu. Man braucht so eine Scheißhöhle. So, ich bin sicher, weil noch kommen sie nicht durch Stein durch. Wie am Anfang gesagt. Und jetzt zeige ich euch beim Schnelldurchlauf, was man hier so macht. Und warum man eigentlich auch auf der Stelle stehen bleiben könnte. Also, man könnte hier weiter abbauen. Das habe ich versucht. Ich habe runtergebuddelt. Ist eine Insel. Ist Wasser. Tiefer. Lohnt sich nicht. Keine Kohle. Nichts gefunden. Und deshalb verbringt man die meiste Zeit entweder damit, man baut hier eine. Man baut hier sein kleines Werkzeug. Jetzt achtet mal da drauf. Ich habe jetzt ein Werkzeug hier gebaut. Ne? Jetzt denkt ihr alle, wow, geil. Wir können uns durchbuddeln. Ey, wieso hat es den Zaun dann noch? Ja, ja. Ich habe nachgeladen, weil ich gestorben bin. Guckt mal, wie lange diese Spitzhacke hält. Ein Stein. 2 Stein, 3 Stein, 4 Stein, 5 Stein, 6 Stein, 7 Stein, 8 Stein, 9 Stein, 9 Steine lang. Das heißt, jetzt müsste ich wieder zurückgehen an den Pult, nochmal eine Spitzhacke bauen und dann für die nächsten 9 Steine und dann so weiter. Kommt 10 Spitzhacken, na, 90 Steine, dieser Bereich, der hatte bestimmt ein paar mehr. Dann seht ihr, was ich den ganzen Tag gemacht habe in dieser Höhle. Und der Rest gibt es jetzt im Schnellverlauf. Viel Spaß. Und genau das macht man den ganzen Abend lang. Man bleibt am besten in der Höhle. Versucht was abzubauen. In dieser Höhle ist sehr schwierig, weil wie gesagt, es gibt keine Ressourcen. Und ja, man wartet eigentlich 15 Minuten diese scheiß Nacht ab. Also man kann sich sozusagen einfach hinstellen, wie ihr seht, und nichts tun oder in der Zeit Sachen machen, die einem viel mehr Spaß machen. Oder sinnvoller erscheinen. Und so geht es jede Nacht. Also, liebe Entwickler, bitte, ein Bett zum Überspringen der Nacht wäre vielleicht nicht ganz verkehrt fürs nächste Mal. Weil Produktivität sieht anders aus in einem Spiel.
Und mit diesem letzten Vorgespult, wie man den Nacht am besten verbringt, verabschiede ich mich von euch. Das war der zweite Teil unseres Angespiels. Ihr kommt hier nochmal zu der ersten Episode und die nächsten Tage wird ein neues Videoformat von mir auch folgen mit lohnt es sich, dieses Spiel zu kaufen für die Wii U oder nicht? Da werde ich kurz mit euch diskutieren, warum mir das Spiel gut gefallen hat, was mir vielleicht nicht so gut gefallen hat und ob es mir überhaupt gut gefallen hat. Bis dahin, schaltet wieder ein und wie gesagt, in ein paar Tagen auf unseren Kanal gucken für das Lohnt es sich Video. Ciao!